Er kommt aus Göttingen und er ist, ja, was ist er eigentlich? Er hat mir gesagt, er arbeitet multidisziplinär, das heißt, er fühlt sich irgendwie so allen oder sehr ziemlich vielen Bereichen zugehörig. Und wer aus Göttingen weiß, kommt, der weiß, man könnte quasi sagen, er ist so eine Personifikation des Göttingen Campus, ne? So allem, alles ist irgendwie dabei. Hier ist für euch der Lars. Hallo. Salat brauche ich später. Genau, das bin ich. Und heutzutage stellt man sich ja am besten vor. Genau, mit solchen Bildern. Genau, also ich studiere jetzt schon 7,5 Jahre in der Stadt. Habe ein bisschen was also mit Biochemie angefangen und genau, aktuell habe ich meine Masterarbeit geschrieben und das stelle ich euch jetzt gerne mal vor. Genau, ich denke recht viel, also ich studiere. Genau, mag ganz gerne auch Aperol Spritz. Wobei der neueste Trend, finde ich, ist Wein mit Almdudler und Soda. Genau, manchmal, genau. Drifte ich auch so ein bisschen ab in philosophische Richtung und frage mich einfach mal, was eigentlich Leben ist. Und jetzt denkt ihr mal nach, was ist eigentlich Leben? Habt ihr euch darüber schon mal Gedanken gemacht? Gibt es da vielleicht eine Definition, die ihr habt? Also es gibt einige Kriterien, beispielsweise Stoffwechsel, Gerichtetheit, Reproduktion, Wachstum. Und darauf komme ich gleich noch einmal wieder zurück. Erst einmal, wie bin ich eigentlich nach Göttingen gekommen? Ich wollte Neurowissenschaften machen. Ich fand das Gehirn ganz spannend. Was passiert da eigentlich so in dem Organ? Dann habe ich meine Bachelorarbeit geschrieben in der Biochemie und habe die Erregbarkeit von Neuronen angeschaut. Jetzt haben wir hier zwei Neuronen, die miteinander kommunizieren, also auf molekularem Level. Die Synapsen angeschaut. Aber biologische Zellen sind sehr, sehr komplex. Recht viele Stoffwechselwege mag ich nicht. Zumindest die Laborarbeit nicht. Außerdem Zellkultur. Man braucht einen Organismus. Tierversuche, 2 Wochen an der Bench sitzen. Man kommt erst recht lange und mit viel Arbeit zum Ergebnis. NaturwissenschaftlerInnen mögen Grafiken. Schauen wir uns mal an, was jetzt eigentlich eine Zelle ist. Nehmen wir die X-Achse, da kommt jetzt die Komplexität hin und die Y-Achse, das ist die Natürlichkeit. Eine Zelle ist sehr komplex, wie ich gerade gesagt und gezeigt habe, und sehr natürlich. Nun gibt es die Gentechnik. Wir machen die Zelle einfacher und kommen dann auf den Weg zu einer Minimalzelle. Das nennt sich Top-Down-Approach. Man nimmt eine komplexe biologische Zelle und vereinfacht sie. Wissen macht A, kam dann bei mir. Man dreht das einfach um. Warum mit einer Zelle anfangen? Ich nehme einfach meine Lipide und meine Proteine, meine Eiweiße und packe die zusammen. So kommen wir nämlich auch zur Minimalzelle. Und ganz wichtig, Bottom-up und Top-Down-Approach ist was anderes in den Naturwissenschaften, als irgendwie später im Bett. Omniscellula e cellula, also jedes Leben aus der Zelle entsteht aus einer Zelle. Aber wenn wir uns mal die Origin of Life-Frage anschauen, also die Ursprung des Lebens-Frage, irgendwann muss es ja mal einen Start geben. Und das ist eben eine Frage, die mich sehr beschäftigt im Labor, in der Wissenschaft. Wo ist eigentlich der Unterschied zwischen Materie, toter Materie und Materie, die wir Leben bezeichnen? Also wo ist der Übergang von einfach chemischen Biomolekülen zum Phänomen, was wir als Leben bezeichnen? Ja, und da kommt jetzt der Salat. Denn das ist die Antwort. Und hier ist jetzt übrigens mein Vortrag.
Wir nehmen das Salatdressing, denn das ist eine Methode, um ein tieferes Verständnis für biologische Zellkomplexität zu bekommen. Ganz einfach. Salatdressing, wir haben Essig, wir haben Öl, wir haben Salz und wir haben Zucker. Und genau das nutze ich jetzt im Labor, um meine synthetischen Vesikel, meine Zellvesikel herzustellen. Ich habe Wasser, ich habe Öl in Form von Fett, Salz und Zucker, wie man das ja eben physiologisch aus der Biologie kennt. Ich nehme nun also als Experimentator eine ganz bestimmte Konzentration von Molekülen mit einem ganz bestimmten pH-Wert und ich kann alles entscheiden, nicht die Biologie. Also das ist das Ziel irgendwann, aber ich als Experimentator kann ganz sauber entscheiden, wie möchte ich mein Zellinneres haben. Und nicht nur das Zellinnere, sondern eben auch die äußere Hülle, die aus Lipiden, aus Fetten besteht. Ich nehme mein Wasser, packe sie in ein Öl, in ein Lipidöl. Dann gibt es eine zweite Schicht, eine Öl-Wasser-Schicht. Dort werden diese Droplets durchzentrifugiert und zack, fertig, haben wir eine Lipid-Doppelschicht, so wie eine biologische Membran aufgebaut ist. Das heißt, noch einmal zusammengefasst, ich kann das Innere der Zelle bestimmen, die Lipid-Doppelschicht, die Hülle und eben auch das äußere Medium. Und so sieht dann eine Zelle aus. Ein GUV, ein Giant Unilamellar Vesicle. In Mikrometer Einheit ist es groß und wir können eben molekular auf Nanometer-Ebene es verändern. Und da können wir jetzt alle möglichen Sachen reinpacken und unter kontrollierten Bedingungen, nicht komplex, unter kontrollierten Bedingungen bestimmen, messen, uns das anschauen, bildgebende Verfahren benutzen. Und mein Ziel ist es nun, die Zellteilung nachzubilden. Es gibt nämlich bestimmte Proteine und Moleküle, die die Zellmembran auf nanomolekularer Ebene verändern, biegen, krümmen, sodass dann eben die Zelle, die synthetische Zelle, auf Mikrometerebene die Morphologie, das, was wir durch das Mikroskop sehen, sich verändert. Wir machen das in einem mikrofluidischen Chip. Wir haben einen Einlass, da kommen die synthetischen Zellen rein und dort können wir dann innerhalb des Chips dann unsere Zellen kontrolliert studieren. Und so sieht das dann aus. Mein Ziel ist es nun, eine synthetische Zellteilung herzustellen. Braucht man überhaupt irgendwelche Proteine, wie es in der Biologie ist, um eine Zelle zu teilen? Braucht es das Zytoskelett beispielsweise? Das heißt, wir wollen von einem runden Vesikel hin zu einer Zellteilung zu zwei Töchtervesikeln kommen. Ich packe jetzt in mein Vesikel drei Proteine rein. Das sind die sogenannten MIN-Proteine. Die kommen aus dem E. coli-Bakterium. Die binden und lösen sich wieder von der Membran in einer bestimmten Zeitfrequenz. Und nur durch die Bindung und das Lösen von der Membran bekommen wir eine Morphologieänderung im Vesikel. Drei Proteine sind drin. Wir haben chemische Energie in Form von ATP und mehr nicht. Und das ist jetzt das, wenn wir die Zelle imagen. Durch das Binden und das Lösen der Membran und wir variieren den osmotischen Gradienten, das heißt, wir verändern die Zucker- und die Salzkonzentration, bekommen wir so ein Wobbling, fast eine Zellteilung. Wirklich nur drei Proteine und chemische Energie. Total simpel und fast haben wir eine Zellteilung. Und das reizt mich einfach daran. Und das war schon ein Einblick. Das ist die sogenannte synthetische Biologie. Wir versuchen bottom-up, von unten nach oben, komplexe
biologische Fragen ganz einfach im Labor herzustellen, zu beantworten unter kontrollierten Bedingungen. Und die Zellteilung, das ist nur ein Beispiel. Es gibt noch ganz, ganz viel Metabolismus. Und so wollen wir irgendwann herausfinden, was ist eigentlich Leben und was unterscheidet Matter, Materie, von Life, Leben. Vielen Dank.